Folge Let's Talk About Sex. Es ist Freitagabend und wir sind wieder auf den Kölner Ringen unterwegs. Und ich will heute wissen, wie viel Sex habt ihr eigentlich und seid ihr damit zufrieden? Es geht um Sex. Sex. Meine Mama sieht das. Ich bin Jungfrau. Zwei, dreimal. Am Tag? Ja. Dann kannst du jetzt den Antrag machen. Okay, nein, ja, doch. Darf ich euch eine kleine Quizfrage stellen? Das kommt drauf an. Es geht um Sex. Okay. Was glaubst du, wer hat mehr Sex? Singles oder Verheiratete? 100% feste Beziehung. Single. Oh, das ist schwer. Ich glaube aber Singles. Ich glaube Leute, die in einer festen Beziehung und verheiratet sind. Die verheiratet sind. Singles? Ja, ich sag Singles. Singles. Ich würde sagen, Leute, die Single sind. Singles. Wie kommst du denn da drauf? Naja, es kursieren doch schon so diese Stereotype, dass man in einer Ehe weniger Sex hat. Klar gibt es auch verheiratete Paare, die viel Sex haben, bestimmt, aber ich denke, dass Verheiratete doch weniger Sex haben. Weiß nicht, ich glaube irgendwie, das Eheleben ist irgendwann ein bisschen langweilig. Und die Singles, die machen was? Spaß haben. Spaß haben, ja. Verheiratete sind ja meistens eigentlich ein bisschen... Was? Vergebener und Monogamie und so, die wenigsten machen das. Und die Singles, die lassen es so richtig krachen? In Köln, ja. In Köln, ja? Kannst du da aus Erfahrung sprechen, oder? Nein. Und wie machen die Singles das dann? Man ist halt nicht gebunden an eine Person. Vor allem in der jetzigen Tinder-Gesellschaft und Situationships, wo einfach keiner irgendwie sich an eine Person binden will. Und ich glaube, wenn du in einer Beziehung bist, dann ist es halt nach langer Zeit so, dass es oft mal vielleicht nicht mehr so gut klappt. Weil es da irgendwie einschlägt? Vielleicht, wenn man sich zueinander gewöhnt, zu viel Zeit miteinander verbringt. Also ich glaube, bei Singles wechseln öfters die Partner. Verheiratete gehen auch auf Fremd, ne? Was hat das mit Fremdgehen zu tun? Und irgendwann pendelt sich das bei Pärchen immer so ein bisschen ein. Du bist ein unglaublicher Experte. Sprichst du aus Erfahrung? Nö, ich kann nur gut schwafeln. Aber tatsächlich haben Verheiratete mehr Sex. Echt? Ja. Wild. Und bist du Single oder bist du verheiratet? Weder noch. Ich bin liiert, also in so einer ganz klassischen Beziehung. Ohne Ring. Ohne Ring. Oh, du hättest wahrscheinlich gerne einen Ring, wenn du schon so... Ich erzähle dir jetzt, dass Verheiratete tatsächlich mehr Sex haben als Singles. Dann möchte ich unbedingt heiraten. Dann kannst du jetzt den Antrag machen. Okay, nein, ja, doch, nein. In 2 Jahren oder so. Okay, okay. Wir leben in einer gesunden Beziehung und da haben wir tagtäglich Sex. Wirklich? Jeden Tag Sex? Auch wenn mein Vater sieht das, dann da muss ich aufpassen, aber wirklich. Jungfrau. Dann sind wir noch Jungfrau. Ach so. Ja, wenn man den Partner kennt, ne, und dann sich regelmäßig dabei ist, ne, in einer guten Beziehung, dann lässt man auch mal krachen, gerade am Anfang, ne? Die sind verheiratet, die können machen, was sie wollen. Obwohl man ja eigentlich denken könnte, die Singles haben mehr Freiheiten, die können loslegen. Definitiv haben Singles mehr Freiheiten, aber bei denen, die müssen immer warten, bis das Wochenende kommt. Deswegen dauert es ein bisschen, ne? In der Zeit haben wir schon 5-mal Sex gehabt. Wir sind ja den ganzen Tag aufeinander, also beieinander. Du verheiratet oder bist du Single? Ich bin Single. Tatsächlich hast du recht, Leute, die in einer festen Beziehung sind, also oder verheiratet sind, haben mehr Sex als Singles. Aber die Singles haben doch viel mehr Freiheiten. Warum legst du hier nicht los? Das kannst du machen, was du willst. Kein Interesse? Nee. Kein Interesse an Sex? Mhm. Doch, doch. Aber die Verheirateten, die schlafen nie alleine. Und die Singles, die sind auf der Jagd. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Deswegen ist die Quote bei den Verheirateten höher. Weil die einfach beieinander sind in dem die Moment. Lieben sich einfach. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße meine Mama und Benjamin aus den USA. Benny, ich liebe dich. Und was denkst du, wie oft haben die Leute so im Durchschnitt Sex? Nur Pärchen oder Singles? Also alle. Im Monat? Im Monat vielleicht? Vielleicht 20. Ich sag jetzt mal 15 Mal im Monat. Kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich habe andere Interessen, die ich verfolge. Beispielsweise eine Bildung, also in die Universität zu gehen, Bücher zu lesen, anstatt mich mit so nebensächlichen Dingen wie Sex zu beschäftigen. Okay, schade. 10-mal? Oh, richtig! Tatsächlich, ja, 10-mal Sex im Monat, das ist ungefähr der Durchschnitt. 10-mal? Bisschen wenig, dachte ich. Naja, das klingt so 2-3-mal die Woche, ne? Ach so. Ja, rechnen. Ich kann nicht rechnen. Wie ist denn dein Beziehungsstatus? Vergeben. Und wie sieht's bei dir aus mit dem Sexleben? Gut. Es ist Freitagabend, ich stehe hier. Also, okay. Kumpel Dart spielt, also. Wie viel Sex hast du? Am Tag, oder? Bist du Single oder bist du in der Fest? Ich bin leider noch Single. Ich bin Single. Und dann weißt du, dass Singles keinen Sex haben? Ich hab keinen. Hättest du gerne mehr? Ist jetzt kein Muss, ne? Also, lebst du gerne ins Halter? Nee. Aber ich sauf mir lieber ein. Viel Spaß dabei. In der Woche so 6 bis 7 Mal. Oh, ihr doch schon jeden Tag? Ja, ja. Die persönliche Sex jetzt eher nicht so wichtig. Gibt's auch Tage, wo du dann öfter? Definitiv. Ja? Ja. Oh.
kann mal um die 10-mal im Monat sein, kann auch weniger sein. Was ist wichtiger als Sex? Einfach, dass man sich gut versteht, gut miteinander reden kann. Nee, fest Beziehung. Wie oft hast du Sex? So ungefähr 2-mal die Woche. Mal halt nicht, ne? Aber du liegst komplett im Durchschnitt. Du bist auch verheiratet. Ja, ich hab eigentlich und wie oft hast du Sex? Ja, ich lieg mich da an 2-mal die Woche. Ja, ja, ja. Du sollst die Wahrheit sagen. Ja, höchstens. Also mein Sohn ist ein Jahr. Also nach der Entbindung war es schon sehr schwierig, aber. Also es wird wieder, ja? Wir runden jetzt auf. Deswegen haben wir. Ja, das Jahr hat 365 Tage, das heißt 365 Tage. Plus den einen extra Tag, den wir 2-mal machen. Also wirklich jetzt jeden Tag Sex? Jeden Tag. Also seid ihr rundum zufrieden mit eurem Sexleben? Wir sind rundum zufrieden. Ist doch eine Wahnsinnsfrau, oder nicht? Und ein Wahnsinnsfrau. Also wir haben Spaß. Spanien und Italien, das ist vereint. Auch im Fußball vereint das sehr wohl. Im Fußball eher weniger, ne? Im Fußball. Du zeigst mir hier gerade deine Finger, du bist nicht verheiratet, du bist Single. Wie oft hast du denn Sex? Single, Ü30 ist echt schwierig. Ja. Sag ich dir. Tatsächlich sagt das auch die Statistik, ne? Singles haben am wenigsten Sex. Aber du scheinst also so ein bisschen so semi-zufrieden. Könnte ein bisschen mehr sein? Fragst einen Mann halt, ne? Du hast gar nicht viel Sex, oder? Leider nicht. Oh, und es hört sich auch so an, als wenn du mehr Sex haben willst. Immer, das ist natürlich klar. Tust du irgendwas aktiv dafür? Ich habe in 2 Portalen mein Dating-Profil. Ja, da gibt's noch mal Dates, aber Dates heißt nicht immer Sex. Natürlich, wir gehen jetzt in die Bar und dann geht's richtig ab. Ach so! Und dann nimmst du irgendwas dagegen oder lässt es einfach so? Ich gehe Dart spielen. Ü30 Single ist immer so ein Ding. Das sind so 2-3% der Gesellschaft. Du hast einfach die Arschkarte. Aber du gehst nicht fremd. Das ist online. Verrat's mir. Welcher Mann hat das noch nicht getan? Hier, also. Oder du hast echt irgendwo einen Schaden, eine Bindungsangst. Meine Eltern haben irgendwas mit mir gemacht. Bindungsangst, wie auch immer. Es ist echt schwierig, da irgendeinen Partner zu finden. Aber es hört sich fast so an, dass ich dich mal annehmen muss, du armer Kerl. Oh, du armer Kerl. Wie oft hast du jetzt eigentlich gerade Sex? Oh, momentan sehr, sehr selten. Aber du hättest jetzt gerne mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Und was kannst du dagegen tun? Naja, mir mehr Zeit dafür nehmen. Dann wäre das doch ein gutes Vorhaben für heute Abend, oder? Wenn du noch ein bisschen unterwegs bist. Wenn ich nicht auf die Arbeit gehen würde heute Abend nochmal, dann ja. Freitagabend. Du bist tatsächlich viel zu beschäftigt für leider, Sex. Leider ja. Hattest du heute schon Sex? Nein. Hättest du heute gerne noch Sex? Ja. Hattest du heute schon Sex? Nein, heute nicht. Hättest du heute gerne Sex gehabt? Kann sein, dass es noch passiert. Ich wünsche dir viel Erfolg. Nee, meine Sexpartnerin ist seit 4 Tagen nicht da. Oh, kommt nein. Heute Abend wieder, aber dann. Wirst du dann heute Abend noch Sex haben? Definitiv nein. Und wie hilfst du dir da jetzt aus, 4 Tage lang? Ja, ich darf 4 Tage nicht anfassen, dann kriegst du die volle Dröhnung, ne? Scary Movie, sagt euch was, ne? Nee. Ich wünsche euch was. Hattest du heute schon Sex? Ja. Das ist meine Mitbewohnerin, die freut sich. Wir waren in meinem Zimmer. Und wirst du heute noch mal Sex haben? Nee. Morgen aber. Ich bin Jungfrau. Ich mein's ernst. Ich glaub dir kein Wort. Ich bin Jungfrau. Ich sehe dir das an der Nasenspitze an. Was guckst du jetzt auf die Uhr? Nein. Steht dort, was du sagen musst? Ich wollte gerade auf meine Nase gucken. Ich grüße meine Oma. Und meine Mutter, die haben bestimmt auch Sex heute noch. Was? Also nicht zusammen, aber Das war wieder spannend. Schön, dass ihr dabei wart. Und ihr solltet mir bei Instagram folgen, denn da lasse ich immer über das nächste Thema abstimmen. Und ihr erfahrt immer, wann es das nächste Video gibt. Bis dann.